Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Wir haben über das Leben des Propheten gesprochen, darüber gesprochen, dass die erste Periode der Dawa, die sogenannte Dawa Sirriya genannt, was manchmal auch als stille oder geheime Dawa übersetzt wird. Eigentlich sollte es besser als individuelle Dawa oder persönliche Dawa benannt werden, weil es nicht wirklich eine geheime Dawa gab, sondern es bestimmte Indizien gab, dass sich schon verbreitet hat, dass der Prophet Muhammad a.s. für sich in Anspruch nimmt, ein Prophet Allahs zu sein. Diese Art und Weise, das heißt, dass es bestimmte Perioden gab, das ist von anderen Propheten so nicht bekannt. Ja, es ist bekannt, zum Beispiel Surat Nuh, dass über Nuh erwähnt wird, dass er sie öffentlich aufgerufen hat und persönlich aufgerufen hat. Das kann jeder in der 71. Sure nachlesen. Aber es wird nicht von einer wirklichen Periode gesprochen. Das heißt, so und so viele Jahre persönliche Dauer, beziehungsweise Dauer Sirriya, geheime Dauer, und so und so viele Jahre öffentliche Dauer. So, es wird einfach von unterschiedlichen Stilmethoden gesprochen. Ja, es ist also nicht bekannt, dass es eine bestimmte Periode gab. Ja? Das ist also etwas, was wir beim Propheten a.s. sehr, sehr spezifisch sehen. Und wir sehen zum Beispiel auch bei Ibrahim a.s., dass er direkt am Anfang mit der ersten Konfrontation direkt aufs Ganze gegangen ist. Das kann man zum Beispiel auch in Sure 29 nachlesen, in Sure 21 nachlesen, wenn man sich die Sure Ibrahim durchliest oder die Sure Al-Anbiya. Was war der Grund dafür, dass der Prophet a.s. erstmal so angefangen hat? Der Grund dafür ist auf der einen Seite, der Prophet, Friede und Segen mit ihm, kam als letzter Prophet. Das heißt, es ist die letzte Botschaft. Und wäre er direkt am Anfang gekommen und hätte die Menschen konfrontiert, hätte es dazu kommen können, dass die Botschaft von vornherein ausgelöscht wird. Natürlich, jetzt könnte jemand sagen, aber Allah schützt doch den Islam. Wir sagen, stimmt, Allah schützt den Islam. Aber wir als Muslime müssen auch immer die weltlichen Umstände betrachten. Beispiel, wenn jemand zum Beispiel in einen Krieg zieht, der Prophet a.s. hätte auch sagen können, ich gehe in den Krieg mit Stock und Stein. Hätte auch sagen können, ich gehe einfach so in den Krieg. Aber das hat er nicht gemacht, sondern hat eine Rüstung angezogen. Er hat sich bewaffnet. Er hat Reittiere, sie haben Reittiere gehabt. Das heißt, der Muslim versucht immer die weltlichen Gründe, die Allah für den Sieg bestimmt hat oder für das Erhalten von Vermögen bestimmt hat, auszunutzen, so gut er kann, und dann auf Allah zu vertrauen. Es ist falsch zu denken, ja, auf Allah zu vertrauen hieße, nichts zu tun, was in einem seiner Macht steht. Ja, weil da gibt es einige Leute, die wirklich so ein Fehlverständnis haben. Ja. Ich habe zum Beispiel bei mir zu Hause Videokameras. Ja? Das heißt, dass ich sehe, was sich auf meinem Grundstück abspielt. Ja? Die haben wir damals machen lassen. Ach, und dann kommt einer und sagt dir, du musst auf Allah vertrauen. Warum hast du kein Vertrauen auf Allah? Das hat mit Vertrauen auf Allah überhaupt nichts zu tun. Das sind Dinge, die im Islam erlaubt sind, die etwas mit weltlichen Dingen. Dieser Typ hat keine Ahnung vom Islam. Der Prophet a.s. sagt auch in einem Hadith, wenn ihr auf Allah wirklich vertraut, wird Allah euch versorgen, so wie er die Vögel versorgt. Jetzt pass auf, er sagt, sie gehen morgens raus mit einem leeren Bauch und kommen abends zurück mit einem vollen Bauch. Aber was ist, sie sind rausgegangen, sie sind nicht im Nest sitzen geblieben. Ja? Das erstmal dazu. Das heißt, das ist also ein weltlicher Grund, um die Botschaft zu schützen. Die zweite Sache ist, dass wenn man in einer ähnlichen Situation ist, wie der Prophet a.s. in Mekka gewesen ist, dass man weiß, wie man zu reagieren hat. In Deutschland heutzutage ist die Situation so nicht gegeben. In Deutschland gibt es viel mehr Freiheiten, als die Muslime in Mekka hatten. Hier wird keiner öffentlich auf der Straße gefoltert. Ja? Wenn du hier angegriffen wirst, dann wird die von Nazis oder so, musst du die Polizei einschreiben, weil es bestimmte Regeln gibt. Natürlich gibt es hier und da mal schwarze Schafe, aber im Allgemeinen ist es so, dass die eingreifen müssen. Einmal bei einer Kundgebung, die wir hatten, haben dann Nazis versucht, die, die,
die Absperrung zu durchbrechen. Da kam die Polizei und hat die zusammengeschlagen mit dem Knüppel, weil die sich an die Regeln halten müssen. Ja? Das ist also eine ziemlich klare Sache. Aber zum Beispiel in der Sowjetunion damals war es sehr, sehr schwierig für die Muslime. Und da gab es dann Muslime, die Unterricht gemacht haben in Wohnungen, in Häusern, so wie der Prophet das auch gemacht hat in der Zeit der Dawa Jahriya, Syria, in der Zeit der privaten Dawa, und haben so die Botschaft erhalten. Das heißt, es ist eine Methode. Okay? Dann hatten wir gesagt, dass es bestimmte Schwerpunkte gab. Erstmal das Gebet. Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila. Surah 73. Dann die Dawa. Ja, Eyul Mudathir, komm veranwir, O du Eingehüllter, steh auf und warne, Surah 74. Dann Armanu, wir sehen, dass die meisten Verse, die in dieser Zeit herabgesandt wurden, diesen drei Jahren, mit der Armanu vom Jenseits zu tun haben. Im Allgemeinen die ersten 13 Jahre, aber insbesondere die ersten drei Jahre, ganz besonders. Und dass auf bestimmte Dinge, die mit Achlak, mit bestimmten Regeln zu tun hatten, die für alle Zeiten, alle Orte gelten, dass hierauf sehr viel Wert gelegt. Was war das Ergebnis dieser Jahre gewesen? Was war das Dauerergebnis? Was hat der Prophet dann in diesen drei Jahren erreicht? Es gibt unterschiedliche Zahlen, die genannt werden. Ich habe in verschiedenen Sira-Büchern nachgelesen und es wird davon ausgegangen, dass es zwischen 60 und 130 Gläubigen nach diesen drei Jahren gab. Zwischen 60 und 130. Das heißt, der Prophet hat drei Jahre Dawa gemacht. Der beste Daya, der beste Prediger, der beste Aufrufer zum Islam überhaupt. Und hatte 60 bis 130 Gläubige zusammen gehabt. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Zahlen diesbezüglich. Ja, das hat etwas mit Schätzungen von Gelehrten zu tun. Das ist nicht immer alles ganz so einfach, weil das ja nicht so auf die Art aufgezeichnet wurde. Ja. So, ich zähle mal einige Namen auf, damit man auch mal weiß, wer so die allerersten Muslime waren. Ich habe einfach mal 32 Namen zusammengezählt. Abu Bakr, Ali, Zayd ibn Haritha, Uthman ibn Affan, Az-Zubayr, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqas, Talha ibn Ubaidillah, Talha ibn Ubaidillah, Abu Ubaid ibn Al-Jarrah, Abu Salama, Al-Arkam ibn Abi Al-Arkam, Uthman ibn Maz'un, Qudama ibn Maz'un, Abdullah ibn Maz'un, Ubayda ibn Harith, Sa'id ibn Zayd, Khabab ibn Arat, Ja'far ibn Abi Talib, Khalid ibn Sa'id, Al-Umawi, Amr ibn Sa'id, Al-Khattab ibn Al-Khattab, بن الحارث ختاب بن الحارث معمى بن الحارث المطلب بن أزهر الزهري نعيم بن عبد الله بن مسعود مسعود بن ربيعة عبد الله بن جحش أبو أحمد بن جحش بلال بن رباح سهيب عماء بن ياسر ياسر عامر بن فحيرة. Das sind mit die ersten Namen, die genannt werden. Ich muss mal eine Sache betonen. Und das ist dann, warum ich diesen Namen auch nenne. Man sieht, dass hier eine große Anzahl der ganz großen Namen diejenigen sind, die ganz am Anfang den Islam angenommen haben. Was lernen wir daraus? Warum ist das so? Natürlich, es gibt große Namen, die nachher kamen, wie zum Beispiel Sa'd ibn Mu'ath, wie zum Beispiel Umar al-Khattab, aber sehr viele der ganz großen Namen sind hier in dieser Anfangszeit schon da. Was lernen wir daraus? Umso besser die islamische Erziehung ist, weil wir wollen ja lehren daraus, wir wollen nicht einfach nur Geschichten erzählen, umso besser und stärker die islamische Erziehung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass daraus starke islamische Persönlichkeiten herauskommen. Und das waren die Leute, die von Anfang an schon die islamische Erziehung, also in der Anfangsperiode schon, mitgemacht haben. Ja. Dann eine andere Sache ist, dass es einige Namen gibt, beziehungsweise bei einigen Leuten wahrscheinlich viele Namen gibt, von denen man noch nie etwas gehört hat. Obwohl das jetzt nur 32 Namen der ersten Muslime waren. 32 Namen der ersten Muslime. So. Heutzutage,
wenn es um Fußball geht, wenn es um Boxen geht oder irgendeine Sportart, bei mir war es jetzt zum Beispiel Boxen, da hat man oft von so vielen Leuten, ja, so viele Informationen, was die alles geschafft haben, was die alles gemacht haben. Ja, und du nennst irgendeinen Boxer, und du kannst ungefähr sagen, was der gemacht hat, was der getan hat. Zum Beispiel, du sagst hier Joe Louis. Ah, Joe Louis. Ja, Joe Louis war doch hier dieser eine Schwarze aus Amerika, der früher gegen Max Schmeling geboxt hat. Viele wissen das. Und das war dieser große Boxer. Bei unseren Sahaben, die eigentlich unsere Vorbilder sein müssen, viele Muslime, die kennen wir, kennen die. 5, 6 Stück. Und das ist traurig. Was lehrt uns das? Das lehrt uns, dass wir mehr Wert auf diese Geschichten in der Erziehung legen müssen. Und das ist ein Ratschlag für mich. Ein Ratschlag von mir. Für mich selber und für alle islamischen Organisationen, Verbände, Moscheen. Es wird oft in den Unterrichten das arabische Alphabet beigebracht. Das ist schön. Das ist toll. Koran lesen lernen. Aber es geht auch darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Es geht auch darum, Individuen eine islamische Identität zu schaffen oder zu eine islamische Identität zu fördern. Und das schafft man, indem man die Jugend stolz macht auf ihre Vorbilder. Allah subhanahu wa ta'ala sagt nicht umsonst im Koran, in Surah 9, Vers 100, وَالسَّابِكُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُونَ بِإِحْسَانٍ radiallahu anhum wa radu'an. Und die Vorausgehalten von den Muhajirun und den Ansar. Und diejenigen, die ihnen in gutem Handeln folgen, Allah ist mit ihnen zufrieden, sie sind mit Allah zufrieden. Warum sagt Allah das? Das heißt, dass wir ein sein Vorbild an ihnen nehmen müssen. Also müssen wir sie kennen. Das ist sehr, sehr wichtig in der Erziehung. Das ist also das Ergebnis von der stillen Dawa. Jetzt, wie hat die öffentliche Dawa angefangen? Sure 26, Vers 214 haben wir gesagt. Ja? Wa'anzir ashirataka al-aqrabin. Und warne deine nächsten Verwandten. Es gibt hier mehrere Überlieferungen, was danach genau geschehen ist, was der Prophet genau danach gemacht hat. Wie er öffentlich auf die Bewohner zugegangen ist. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns, weil wir heute in einer ähnlichen Lage hier in Deutschland leben, wie die Muslime zur damaligen Zeit in Mekka gelebt haben. Eine Minderheit. Wir sind eine Minderheit. Das heißt, wir haben ca. 130 Gläubige. Ja? Das ist eine absolute Minderheit. Wir sind auch eine absolute Minderheit. Das heißt, wir können davon viel lernen, wie der Prophet an die Sache herangegangen ist. So. Und es ist manchmal nicht so einfach, chronologisch herauszufinden, was zuerst passiert ist und was danach passiert ist. Ja. Von einem Gelehrten habe ich den Tarjih heißt, so wie er das zusammengebracht hat, das was er am wahrscheinlichsten sieht, angenommen. Und er geht davon aus, dass der Prophet a.s. zuerst die Quraysh eingeladen hat zum Essen. Das heißt, ca. 40 Leute von seinem nächsten Stamm hat er eingeladen zum Essen. Und zwar zweimal. Und er hat sie eingeladen zum Essen. Und das wird unter anderem überliefert in dem Sira-Buch von Ash-Shami, Subul Huda wa Rashad. Ja? Und da wird er überliefert, dass der Prophet alayhi salatu wassalam die zum Essen eingeladen hat und Abu Lahab angefangen hat zu sprechen. Abu Lahab ist sein Onkel. Bevor der Prophet alayhi salatu wassalam anfangen konnte, sie einzuladen. Ja? Und er ihm mehr oder weniger vermittelt hat, lass uns in Ruhe mit As-Subah. As-Subah heißt sozusagen das Verlassen der Religion. Was lernen wir daraus? Erstens, Abu Lahab wusste schon, dass der Prophet alayhi salatu wassalam eine neue Religion lehrt. Das heißt, die Dawa war nicht so geheim, wie das einige haben wollen. Die wollen so tun, weil die wollen sich gerne selber verstecken. Wir müssen immer die Mitte finden. Gerade hier in Deutschland haben wir zwei Extreme. Ja? Einmal die Angsthasen und einmal die Amokläufer.
Und in der Mitte sind die Gemäßigten, die weder Amokläufer noch Angsthasen sind, die in der Mitte sind. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Und so haben wir euch zu einer mittleren Umma gemacht. Meistens die, die in der Mitte sind, sind immer die, die auf dem richtigen Weg sind. Das heißt, wir müssen bleiben zwischen Angsthasen und Amokläufer. Weil die Angsthasen wollen gerne mit dem Beweis von der geheimen Dawa nichts tun. Einfach nur in der Moschee sitzen, Kaffee und Kuchen trinken und ja, bloß nicht auffallen. Okay, schauen, was der Prophet gemacht hat. Er hat sie eingeladen. Abu Lahab hat das sozusagen kaputt gemacht, indem er gesagt hat, lass uns mit Suba in Ruhe. Sondern hat der Prophet nicht gesprochen, weil er es empfunden hat, dass die Zeit dazu jetzt diese Situation nicht passt. Da hat er sie nochmal eingeladen. Hat der Prophet a.s.w. nochmal eingeladen. Und da hat er geredet, bevor Abu Lahab reden konnte. Okay? Und hört mal zu, was er dort genau gesagt hat. Sehr, sehr interessant. Alhamdulillah, ahmaduhu, wasta'inu, wa u'minu bi, wa tawakkalu alayh. Aller Lob gebührt Allah, ihn lobe ich. Alhamd ist ein Lob mit Liebe und Verehrung. Und bei ihm alleine ihn suche ich um Hilfe und ich glaube an ihn und ich vertraue auf ihn. Und jetzt hört zu, was er sagt. Ganz am Anfang, das ist der Anfang der öffentlichen Dawa. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika la. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Allah, dem einen, der keinen Partner hat. Das heißt praktisch, im ersten Atemzug sagt er schon, das, was ihr macht, ist falsch. Denn was verstehen diese 40 Mann, die da eingeladen sind, darunter? Die verstehen darunter, unsere Anbetung, unsere Religion ist falsch. Und das möchte ich hier an dieser Stelle erwähnen, weil Leute, heute, Muslime stehen unter Druck und dann fangen sie an, sie wollen das gerne so interpretieren, damit sie ihre Ruhe haben. Wie gesagt, lass uns zwischen Feiglingen und Amokläufern sein. Da kommen sie mit, Allah sagt im Koran, Lekum dinukum waliya din, euch eure Religion, uns unsere Religion. Ja, stimmt. Euch eure Religion, uns unsere Religion. So. Ich kann sagen, mein Auto gehört mir und dein Auto gehört dir. Heißt das dann, dass mein Auto genauso gut ist wie dein Auto? Nein. Es kann sein, dass ich einen Ferrari habe und du hast eine Ente. Es kann sein, dass ich einen guten Wagen habe und du hast ein Schrottauto. Es kann sein, dass mein Auto sauber ist und dein Auto ist dreckig. Das heißt, das sagt nichts darüber aus. Das sagt nichts darüber aus, über die Qualität. Es sagt etwas darüber aus, dass ich mit deinem Auto nichts zu tun habe. Ich habe mein Auto, du hast dein Auto. Mir gehört mein Haus, dir gehört dein Haus. Wenn wir uns über ein Haus streiten, sage ich, mein Haus gehört mir, deins dir, alles klar, behalt dein Haus. Damit sage ich, ich habe mit deinem Haus nichts zu tun. Über die Qualität der Religion der Quraysh sagt der erste Vers in derselben Sure was aus. Nämlich, wie fängt er an? Fängt er an mit, oh ihr Gläubigen? Nein, die Sure heißt Al-Kafirun, oh ihr Glaubensverweigerer. Kafirun, o ihr Glaubensverweigerer. Und die Sure hört auf mit euch eure Religion und mir meine Religion. Hier in die, das heißt, das ist genau das Gegenteil von dem, was die Leute heute sagen wollen. Der Prophet a.s. macht ihnen hier in dieser Überlieferung direkt klar, es gibt nur einen Gott, das heißt, eure Götter sind falsch. Dann weiter. So. Jetzt wird noch einiges mehr hier überliefert. Dann sagt er auch noch, bei Allah, neben dem es keinen Gott gibt. Bei Allah, neben dem es keinen Gott gibt. Ich bin zu euch spezifisch gesandt werden und zu allen Menschen. Das heißt, er erklärt sofort, ich bin der Prophet Allahs. Und dann sagt er etwas sehr Entscheidendes. Guck. Wallahi, la ta'mutunna kama tanamun. Ihr werdet sterben, so wie ihr schlaft. Wa la tub'athunna kama tastaykithun. Und ihr werdet auferweckt werden, so wie ihr aufsteht vom Schlaf. Guck mal, erste Rede. Erste Rede, was sagt er? Er sagt ihnen sofort, er mahnt sie sofort mit Tod und Leben. Das heißt, ihr werdet schlafen, so wie
Ihr werdet sterben, so wie ihr schlaft. Und ihr werdet auferweckt werden vom Tod, so wie ihr aufsteht. Und dann وَلَا تُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dann wird mit euch abgerechnet nach dem, was ihr getan habt. Und jetzt hört zu. وَإِنَّ الْجَنَّةُ أَبَدَ أَوْ النَّارُ أَبَدَ. Dann wird es entweder ewiges Paradies geben oder ewige Hölle. Ach, heutzutage, du redest mit Leuten, die sagen, ja, komm, erzähl den Leuten nichts von der Hölle, erzähl den Leuten nichts von der Hölle, das könnte sie abschrecken. Wer hat bessere Dawa gemacht, du oder der Prophet, a.s.w.? Ja, sei nicht so direkt. Was sagt der Prophet? وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Sagt er, ich bezeuge keinen Gott außer Allah. Der eine, neben dem es keinen Partner gibt. Und dann sagt er hier direkt, und dann gibt es entweder ewiges Paradies oder ewige Hölle. Heute sagen Leute, sei nicht so direkt. Und Leute sagen, red nicht von der Hölle. Red nicht von der Hölle. Was hat der Prophet gemacht? Was? Das ist klar wie die Sonne. So. Nächste Sache. Das war erstmal diese Geschichte, ja, wo hier gesprochen wird. Wo also hier erwähnt wurde, also mit dem Essen einladen. Dann gibt es die Geschichte, die wird von Ibn Abbas überliefert, im Bukhari, Hadith Nummer 65. Der Prophet, a.s., als Sure 26, Vers 214, offenbart wurde, waren wir Ashiratuk al-Akrabin, was hat er gemacht? Er ging auf den Berg Safa. Das ist in Mekka heute. War damals auch in Mekka. Direkt in der Nähe der Kaaba. Zwei große Berge. Heute sind die viel kleiner als früher, weil so viele von Millionen und Milliarden von Menschen übergekommen sind. Heute sind die Berge viel, viel kleiner als früher. Da ist man früher draufgegangen, um etwas Wichtiges anzukündigen. Direkt wo? Direkt in der Nähe der Kaaba. Das heißt, warum ist er direkt in die Nähe der Kaaba gegangen? Weil die Kaaba war sozusagen Downtown Mekka. Innenstadt. Er wollte die Menschen erreichen. Er wollte die Menschen erreichen. Und übrigens früher, damals, wo die ganzen Menschen waren, die haben sich nicht unbedingt gekleidet auf die schönste Art und Weise, sondern es wurde um die Kaaba, die in der Nähe war, auch nackt Tawaf gemacht. Aber der Prophet ist, ich habe gesagt, nicht, er ist jetzt mit den Nackten gegangen, nicht, dass mich jemand falsch verstanden. Aber er ist mitten unter die Menschen gegangen, um die Menschen einzuladen. Okay? So, und was sagt er dann? Er sagte, stellt euch mal vor, ich würde euch sagen, dass in diesem Tal ein Heer ist, die euch angreifen wollen. Würdet ihr mir glauben? Dann sagten sie, na, ma jarabna alayka kadiba. Ja, wir haben von dir nie was, eine Lüge gehört. Dann sagte er, so bin ich euch ein Warner, vor einer heftigen Strafe. So bin ich euch ein Warner vor einer heftigen Strafe. So, was ist das? Das ist wieder eine Warnung. Das ist wieder Öffentlichkeit. Das ist wieder klar. Und dann kam Abu Lahab und hat ihn angegriffen. Abu Lahab hat ihn darauf angegriffen. So, das ist diese Geschichte. Dann die nächste Sache, die sehr interessant ist, und das wird überliefert in Bukhari, Hadith Nummer 4771 und in Sahih Muslim, Hadith Nummer 348. Der Prophet, a.s., dazu steht auf, der wird von Abu Huraira überliefert. Jetzt könnte jemand sagen, wie kann es sein, dass Abu Huraira das überliefert, Abu Huraira war da noch gar kein Muslim gewesen. Die Antwort ist ganz einfach, irgendjemand hat ihm diese Geschichte erzählt, die sich vorher abgespielt hat, die er nicht live mitbekommen hat. Aber jetzt schau, wie er Dawa gemacht hat. Waren die Ashirat al-Akrabin, da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Quraishin, verstemmau, er hat die also aufgerufen. Und übrigens dieser Ruf, ja Subaha, den der Prophet vorher auf dem Berg Safa gemacht hat, ist wie ein Alarmruf, damit alle ankommen. Okay? Und wie gesagt, danach wurde er von Abu Lahab wüst beschimpft, woraufhin die Sura herabkam, tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ja? So, jetzt hört zu, was er sagt. Er ruft die einzelnen Stämme einzeln auf. Ja, Bani Ka'b ibn Lu'ay, ankizu anfusakum minan nar. O
Benny KBWA, Ankiso und Fusse kommen nah. Ankiso und Fusse kommen nah heißt, rettet euch selber vor der Hölle oder rettet euch selber vor dem Feuer. Nummer 1. Dann sagt er, Ja, Benny Mora bin Kaab, Ankiso und Fusse kommen nah. Benny Mora bin Kaab, rettet euch selber vor der Hölle. Dann, Ja, Benny Abdi Shams, Ankiso und Fusse kommen nah. Rettet euch selber vor der Hölle, rettet euch selber vor dem Feuer. Ja, ja, Benny Abdemanaf, Ankisu an Fusakum minanar. Ja, Benny Hashim, Ankisu an Fusakum minanar. Rettet euch selber vor der Hölle, rettet euch selber vor der Hölle. Ja, da, ja, Benny Abdul Muttalib, Ankisu an Fusakum minanar. Sechste Mal, rettet euch selber vor der Hölle. O ihr Kinder von Abdul Muttalib. Ja, Fatima, Ankisi nefsake minanar. فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكَ وَمِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Ja? O Fatima, rette dich, also seine Tochter, rette dich selber vor der Hölle, ich kann vor Allah vor dir nichts bringen. In anderen Überlieferungen wird noch mehr erwähnt. Ja? Und da wird auch erwähnt, dass er sagt, سَلِينِ مِنْ مَالِ مَا شِئْتِ لَا أُغْنِي لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Frag mich von meinem Vermögen, was du willst, vor Allah kann ich dir nicht helfen. Was lernen wir aus diesen ganzen Geschichten? Was lernen wir aus diesen ganzen Begebenheiten, die mit dem Anfang der Dawa zu tun hatten? Erstens, die Dawa des Propheten war sehr direkt. In allen Geschichten, sowohl in dieser Geschichte, ja, wo er mehrmals die Stämme erwähnt hat, als auch in der Stimme, wo er zum Essen eingeladen hat, in der Geschichte, wo er zum Essen eingeladen hat, als auch die Geschichte auf Safa und Marwa, ja, in all diesen Geschichten hat er was erwähnt? Hat er die Bestrafung erwähnt. Das heißt, er hat die Bestrafung erwähnt, war sehr direkt in seiner Dawa. Warum? Weil er die Menschen retten wollte. Und hier möchte ich auf eine Sache kurz eingehen, die einige Leute nicht kapieren oder nicht kapieren wollen. Guck mal. Die einige Leute nicht verstehen wollen. Sie erzählt, rede nicht von der Hölle in der Dawa. Sag dir nicht, dass sie auf dem Irrweg. Du musst mit denen nur schön zusammenleben und immer nett sein und dann kommen die von selber. Frage. Wenn du zum Arzt gehen würdest, oder stell dir vor, jemand geht zum Arzt und der Arzt stellt fest, diese Person hat Lungenkrebs. Und diese Person muss eine Chemotherapie nehmen, die sie rettet. Sie muss ihr Leben komplett umstellen. So. Wird der Arzt sagen, ich sage dieser Person das besser nicht so direkt, dass diese Person todkrank ist, sondern ich lade die Person einfach mehrmals zum Essen ein und bin immer nett zu ihr und dann kommt die Person schon von selber drauf, dass sie krank ist. Oder dann hört die Person schon von selber auf. Ja, es gibt Leute, die erzählen einen wirklich so einen Unfug. Ja? Die erzählen, ja, der muss dann von selber merken, wie schön diese Religion ist. Ja? Achso, du gehst dann immer mit ihm essen. Ja? Hühnerfleisch essen, dann wird er merken, wie schön Hühnerfleisch ist, dann wird er nachher kein Schweinefleisch mehr essen. Du gehst mit ihm immer schön essen und trinkst dann Wasser und dann wird er merken, wie lecker Wasser ist und dann wird er danach keinen Alkohol mehr trinken. Das ist völliger Quatsch. Das ist rein logisch absoluter Blödsinn, widerspricht dem Koran und widerspricht der Sunna. Warum widerspricht dem Koran? Weil was ist das, was der Prophet hier sagt, was Allah hier zum Propheten sagt? Und warne. Wie warnst du? Warnst du vom Paradies? Du warnst von der Hölle. Ich wollte das nochmal erwähnen, weil das einer der Gründe ist, warum bei einigen Leuten die Dauer nicht funktioniert. Alles, was richtig war, war von Allah subhanahu wa ta'ala. Alles, was falsch war, war von meiner eigenen Seele und vom Shaitan. Subhanahu wa bihamdika, shadu wa la ila illa, das darf er.